CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte. 200 vor Christus bis zum Jahr Null. In der alten Welt sind die letzten beiden Jahrhunderte vor Christus geprägt vom Aufstieg einer Macht, Rom. Dies bekommen die zunächst noch dominierenden Griechen, aber auch die inmitten Europas siedelnden Kelten zu spüren. Und auch im fernen Osten formiert sich ein mächtiges Reich. Erstmals regieren Kaiser ein geeintes China und sichern es nach außen durch ein gewaltiges Bauwerk ab, die Große Mauer. In der alten Welt sind es die Griechen, die nach dem Tode Alexanders des Großen im Jahr 323 vor Christus der Welt von der Iberischen Halbinsel bis nach Indien, vom Balkan bis nach Ägypten ihren Stempel aufdrücken. Doch es ist eine neue Art von Griechentum, ein Schmelztiegel klassischer griechischer Kultur mit vor allem orientalischen Elementen, kosmopolitisch und weltläufig. Es ist die Welt des Hellenismus. Symbol und Brennpunkt der hellenistischen Kultur ist das von Alexander dem Großen selbst gegründete Alexandria, die griechische Hauptstadt Ägyptens. So prägend ist das Alexandria jener Zeit, dass manche sogar vom alexandrinischen Zeitalter sprechen. Weltstadt Alexandria, Zentrum der Wissenschaft. Ägyptische Mittelmeerküste, 200 vor Christus. Langsam gleitet ein Schiff durch das sich sanft kräuselnde Meer. Alexandria ist das Ziel, die größte Stadt der damaligen Welt. Die prächtige Hauptstadt Ägyptens, berühmt für ihre Akademie und deren Bibliothek. Ein Magnet für Gelehrte und Studenten aus aller Herren Länder. Lange bevor die Stadt selbst zu sehen ist, fällt der Blick auf den Leuchtturm von Alexandria, eines der sieben Weltwunder der Antike. 130 Meter ragt das auf der Insel Pharos gelegene, blendend weiße Bauwerk in den wolkenlosen Himmel. Noch aus 50 Kilometern Entfernung weist das von Hohlspiegeln reflektierte Sonnenlicht bzw. das nächtens entzündete Leuchtfeuer Schiffen aus aller Welt den Weg in den Hafen. Die einzigen höheren bis dahin von Menschenhand erbauten Gebäude sind weiter landeinwärts die großen Pyramiden von Gizeh. Nachdem das Schiff die von gefährlichen Riffen durchsetzten Küstengewässer durchfahren hat, lässt es den Leuchtturm rechter Hand liegen und passiert die enge Einfahrt in den großen Hafen, in dem alle vom Meer kommenden Schiffe festmachen. Der weiter westlich gelegene Eunostos-Hafen dient in erster Linie der Binnenschifffahrt auf dem Nil. Hinzu kommen weitere Ankerplätze, Docks und Molen, unzählige Ladekräne und Lagerhäuser. Nicht selten liegen 500 Schiffe auf einmal vor Anker. All das zusammen ist der Hafen von Alexandria, das Tor Ägyptens zur Welt. Von hier aus erfolgt praktisch die gesamte Ausfuhr. Vor allem Getreide wird in die anderen Großstädte des Mittelmeerraums verschifft. Aber auch Papyrus oder Leinen. Von überall her landen hier Waren an. Sowohl dringend benötigte Rohstoffe wie Holz aus dem Libanon, als auch Luxusgüter aller Art. Parfüm aus Arabien, griechischer Wein, Elfenbein aus dem Inneren Afrikas, indische Baumwolle, ja sogar Seide aus China. Doch bringen die Schiffe nicht nur Waren aus aller Welt nach Alexandria, sondern spülen auch Menschen aus aller Herren Länder in die Stadt. Einwanderer genauso wie Besucher. Und so trifft man nicht nur auf Griechen und Ägypter, sondern auch auf Juden und Araber, Perser und Syrer, Nubier und Inder. Ein für die damalige Welt unglaubliches Völkergemisch. Alexander der Große höchstpersönlich hat die Stadt im Jahr 331 vor Christus gegründet. Nach der Eroberung der damals persischen Provinz Ägypten suchte der makedonische Feldherr einen passenden Ort für einen großen, gut geschützten Hafen an der ägyptischen Mittelmeerküste. Seine Wahl fiel auf einen schmalen Streifen Land zwischen dem Meer im Norden und dem vom Nil gespeisten Mareotissee im Süden, geschützt durch die vorgelagerte Insel Pharos. Alexander, so erzählen sich die Leute, habe den Verlauf der wichtigsten Straßen und der Stadtmauern sogar eigenhändig in den ägyptischen Staub gezeichnet.
In wenigen Jahrzehnten wächst Alexandria zur bedeutendsten Metropole seiner Zeit heran. Deutlich mehr als eine halbe Million Einwohner zählt die Stadt um das Jahr 200 vor Christus. Erst ein gutes Jahrhundert später wird Rom Alexandria als größte Stadt der antiken Welt den Rang ablaufen. Alexandria ist ein Glanzstück griechischer Städtebaukunst auf ägyptischem Boden. Im Botanischen Garten inmitten der Stadt ist ein künstlicher Hügel angelegt, von dessen Gipfel man eine unvergleichliche Aussicht über die Stadt und das Hinterland, den Hafen und das Meer genießen kann. Der Blick fällt auf das schachbrettartige Straßenmuster. Die bis zu 30 Meter breiten Hauptstraßen gelten als die prächtigsten der Welt. Modern und wohltuend sind auch die zahlreichen Grünflächen und Parks, die über die ganze Stadt verteilt sind. Im Osten liegt das Königsviertel Brucheion, das bald ein Drittel der Stadtfläche für sich einnimmt. Dort reiht sich Palast an Palast, erbaut aus blendend weißem Stein, umgeben von Säulenhallen, geschmückt mit kunstvollen Statuen und Reliefs. Auch Tempel und Verwaltungsgebäude stehen hier. Und natürlich die Königliche Akademie für Wissenschaft und Künste, Museion genannt, sowie die mit ihr verbundene Bibliothek, die den Ruf Alexandrias als Zentrum der Wissenschaft begründet. Das Museion ist eine den Musen als Heimstatt von Wissenschaft und Kunst geweihte Tempelanlage. Den Gelehrten werden die auf verschiedene Magazine verteilten Schriftrollen bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Sie können, ausgestattet mit einem anständigen Gehalt, fortan frei von materiellen Sorgen forschen, diskutieren und lehren. Damit ist der Anfang der modernen Wissenschaft gemacht. An die Stelle der von einem einzelnen herausragenden Gelehrten geprägten Philosophenschule, wie etwa in Athen, tritt eine auf Dauer angelegte Institution, die allen möglichen Disziplinen der Geistes- und Naturwissenschaften eine Heimstatt bietet. Philologen ebenso wie Physikern, Mathematikern, Mechanikern, Astronomen und Ärzten. Welch großartige Denker hat die Akademie bereits hervorgebracht? Euklid, den Vater der Geometrie, Eratosthenes, dem es gelang, den Erdumfang mit einer Genauigkeit von wenigen hundert Kilometern zu bestimmen. Aristarchos, der als einer der ersten behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne. Herophilos, der es wagte, Leichen um der Forschung willen aufzuschneiden und die moderne Anatomie begründet hat. Meisterwerke der hellenistischen Kultur in den Bereichen Literatur und Bildhauerei entstehen in Alexandria. Und dort, wo die besten und bekanntesten Gelehrten zu finden sind, zieht es natürlich auch viele Studenten hin, sei es, dass sie sich dauerhaft in der Stadt niederlassen, sei es, dass sie nur für ihre Studienzeit in Alexandria bleiben, wie etwa Archimedes, jener legendäre Mathematiker und Tüftler, der mit seinen technischen Erfindungen die römischen Angreifer seiner Heimatstadt Syrakus zur Verzweiflung brachte. Alexander der Große mag die Stadt gegründet haben. Zu dem gemacht, was sie nun ist, hat Alexandria aber der makedonische General Ptolemaios. Als Alexander der Große im Alter von nur 33 Jahren stirbt, gibt es niemanden, der das in wenigen Jahren eroberte Weltreich zusammenhalten kann. Und so teilen, nach bitteren Kämpfen, die einflussreichsten Heerführer Alexanders das Reich unter sich auf. General Ptolemaios erlangt die Herrschaft über Ägypten, diesem an Geschichte und Kultur, aber auch an materiellen Gütern so reichen Land. Und so wird ein Makedone, ein Grieche, zum König Ägyptens, zum neuen Pharao. Er begründet die Dynastie der Ptolemaier, die für rund 300 Jahre bis zu Kleopatra der Siebten, der Kleopatra, Ägypten regieren wird. Ptolemaios I. Soter, wie er bald genannt wird, zählt zu den gebildetsten und sympathischsten Gestalten unter den hellenistischen Herrschern. Er holt den Leichnam Alexanders des Großen nach Alexandria und errichtet dem Feldherrn inmitten der Stadt ein prachtvolles Mausoleum als letzte Ruhestätte. Dieser Akt voller Symbolik untermauert den Anspruch Ptolemaios, dass Alexandria das Zentrum der neuen hellenistischen Welt sein solle. Die griechische Kultur ist nun das Maß aller Dinge, griechisch die vorherrschende Sprache. Besonders am Herzen liegen Ptolemaios I. die Wissenschaften.
Er selbst schreibt die Geschichte der Feldzüge Alexanders nieder, so sachlich, wie es auch einem Historiker zur Ehre gereicht hätte. Daher ist es nur konsequent, wenn dieser Herrscher Alexandria auch zum kulturellen und wissenschaftlichen Zentrum ausbauen will. Und so ruft Ptolemaios zwei Institutionen ins Leben, die den Ruhm Alexandrias als Hauptstadt der Wissenschaft für fast ein Jahrtausend begründen. Das Museion als Forschungsstätte für Gelehrte und die Bibliothek, deren Anspruch kein geringerer ist, als die gesamte griechischsprachige Literatur in ihren Beständen zu vereinen. Was für ein unglaubliches Ziel, das Ptolemaios der Erste da ausgibt und von dem auch seine Nachfolger nicht ablassen. Mit reichlich Geld ausgestattet, ziehen Einkäufer hinaus in die Welt, um aller Schriftrollen habhaft zu werden, die auch nur im Ansatz von Interesse sein könnten. Da macht es nichts, dass von einem Werk vielleicht 10 Kopien erworben werden oder einer wissenschaftlichen Bibliothek unwürdige Trivialliteratur. Schließlich ist der Leiter der Bibliothek mit seinen Mitarbeitern dafür da, die Schriftrollen auszuwerten und zu katalogisieren. Besonders verdient um die Bibliothek von Alexandria macht sich der Dichter Kallimachos von Kyrene. Aus seiner Feder stammt der umfassende Katalog der vorhandenen Werke, eingeteilt nach Themen und versehen mit vielfältigen Informationen zu Autor und Werk. Schnell zählt die Bibliothek 100.000 Schriftrollen, wächst auf 200.000, dann 400.000. Schließlich umfassen die Bestände der Bibliothek wohl mehr als 700.000 Schriftrollen. Die Ptolemäerkönige schrecken auch vor fragwürdigen Methoden nicht zurück, um an seltene Werke für die Bibliothek zu gelangen. Beamte durchsuchen Schiffe, die im Hafen von Alexandria festmachen, nach interessanten Schriftrollen, um diese dann zu beschlagnahmen. Aus Athen leihen sich die Alexandriner die erhaltenen Originalschriften der bedeutendsten griechischen Tragiker aus und hinterlegen dafür die gewaltige Summe von 15 Silbertalenten als Pfand. Das sind mehr als 400 Kilogramm reines Silber. In Alexandria erstellen die Bibliotheksmitarbeiter von den Werken sorgfältige Abschriften und schicken diese Kopien, nicht die Originale, zurück, dem hohen Pfand zum Trotz. Doch Geld spielt für die Ptolemäerkönige keine große Rolle. Sie haben es einfach. Schließlich fällt dem Pharao traditionell das Eigentum am gesamten Grund und Boden zu. Die landwirtschaftlichen Flächen verwaltet ein gut organisierter Beamtenapparat. Auch das produzierende Gewerbe haben die Könige fest im Griff, etwa indem sie besonders lukrative Geschäfte wie die Öl- und Papyrusproduktion monopolisiert haben. Und so füllen nicht nur Steuern und Abgaben, sondern auch die Gewinne aus dem Export die Staatskasse. Alexandria ist im zweiten vorchristlichen Jahrhundert ein brodelndes Vielvölkergemisch. Die bei weitem größten Landsmannschaften stellen Griechen, Ägypter und Juden. Nur langsam kommt es zu einer Vermischung der verschiedenen Nationalitäten, was aber vor allem eine Hellenisierung anderer Volksgruppen bedeutet. Und so wächst die Zahl der Juden und Ägypter, die eine griechische Bildung und Erziehung genießen, die griechische Sprache als ihre Muttersprache sehen und fortan auf griechische Namen hören. Ihnen stehen damit auch Beamtenkarrieren offen. Ansonsten gibt es ein weitgehend friedliches Mit- und Nebeneinander der Kulturen, zwar nicht frei von sozialen Spannungen, aber doch keine ernsthafte Gefahr für den Fortbestand des Ptolemäerreiches. Natürlich wissen die Ptolemäerkönige, wie wichtig es ist, dass die Menschen all ihrer Eigenheit zum Trotz ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Ein solches identitätsstiftendes Moment ist die Einführung des Reichsgottes Serapis, der Eigenschaften sowohl des griechischen Unterweltgottes Pluto als auch seiner ägyptischen Entsprechung Osiris vereint und schon bald zur obersten hellenistischen Gottheit aufrückt. Daneben fördern sie auch einen ausgeprägten Herrscherkult, der sich an die göttliche Verehrung des Pharaos in bekannte griechische Zeremonien einbettet und damit sowohl Ägyptern als auch Griechen in der einen oder anderen Form vertraut ist. Gleichzeitig behalten viele Bewohner auch ihre heimatlichen Bräuche bei und feiern die ihnen bekannten Feste, wie sie fallen. Und so gibt es, wie Spötter sagen, in Alexandria mehr Feiertage als Werktage.
Überhaupt ist Alexandria eine lebensfrohe Stadt. Die Nächte in der tags so geschäftigen Metropole gehören dem Vergnügen. Die Straßen sind nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet. Auch das einfache Volk ergötzt sich am Automatentheater, bei dem verborgene Mechanik auf wundersame Weise Vögel zum Singen bringt oder an Vorführungen dressierter Affen. Von traditioneller griechischer Musik gibt es, über orientalische Gesänge bis hin zu afrikanischen Klängen, alles zu hören. Zur Musik kommen natürlich auch das Essen und Trinken hinzu. Einmalig und berühmt sind die alexandrinischen Fleischkneipen, in denen etwa gekochte Schweineköpfe als Spezialität feilgeboten werden. Dazu fließt reichlich ägyptisches Bier oder, vor allem für die griechischen Bewohner, Wein. Angesichts der Vielfalt der Kulturen in der Stadt mutet es durchaus paradox an, dass die beiden bedeutendsten Einrichtungen, Museion und Bibliothek, so ganz der griechischen Kultur gewidmet sind. Die ägyptische, gleichwohl wie ein offenes Buch vor ihnen liegend, bleibt außen vor. Es heißt, der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der 1,5 Jahrhunderte zuvor Ägypten besucht hatte, hätte das Land besser gekannt als die alexandrinischen Gelehrten. Und in der Tat hat die Stadt Alexandria ein merkwürdiges Verhältnis zu Ägypten. Auf der einen Seite ist sie die Hauptstadt, von der aus das Land mittels einer straffen Verwaltung beherrscht wird. Auf der anderen Seite ist Alexandria selbst wie eine griechische Polis organisiert und versteht sich als Zentrum des Hellenismus. Zwar erhält Ägypten unter den Ptolemäerkönigen die Unabhängigkeit zurück, die ihr die Perser im 6. Jahrhundert geraubt hatten, doch um den Preis, dass die herrschende Schicht nun aus eingewanderten Griechen besteht. Im Laufe des 2. Jahrhunderts vor Christus zeigt sich immer deutlicher, dass sich das hellenistische Zeitalter seinem Ende zuneigt, während sich Rom zur neuen Führungsmacht im Mittelmeerraum aufschwingt. Wenn man es zeitlich festmachen will, dann vielleicht am besten an der Unterwerfung Griechenlands durch die Römer, die im Jahre 146 vor Christus ihren Abschluss findet. Ägypten ist fortan nicht nur von außen bedroht und teilweise von seinen klassischen Handelspartnern abgeschnitten, auch Thronstreitigkeiten im Inneren schwächen das Land. Der Fortbestand des Ptolemäerreiches hängt zunehmend vom Wohlwollen Roms ab, das sich die außerägyptischen Besitzungen des Ptolemäerreiches nach und nach einverleibt, etwa im Jahr 96 vor Christus das nordafrikanische Kyrene und knapp 40 Jahre später die Insel Zypern. Mit den Waffen einer Frau führt schließlich die letzte Ptolemäerherrscherin, Kleopatra die Siebte, einen fast aussichtslosen Kampf um den Erhalt der Unabhängigkeit Ägyptens und den Fortbestand der Dynastie. Am Ende wird sie einfach auf die falschen Männer gesetzt haben. Zunächst gelingt es ihr, Cäsar auf ihre Seite und in ihr Schlafgemach zu ziehen. Später behauptet sie, sie habe ihm sogar einen Sohn geboren. Um ein Haar hätte Cäsar im Verlaufe der innerrömischen Machtkämpfe ganz Alexandria niedergebrannt und mit der Stadt die Bibliothek mit ihren unwiederbringlichen Beständen. Denn als der in die Enge getriebene Feldherr im Hafen liegende Schiffe mit Pech bestreichen und anzünden lässt, um seinen Gegnern Einhalt zu gebieten, greift das Feuer auf die am Kai gelegenen Lagerhäuser über. Dabei gehen auch einige Magazine mit Buchrollen in Flammen auf. Das Gros der Bibliotheksbestände bleibt jedoch unversehrt. Erst spätere Generationen werden aus den Augenzeugenberichten von brennenden Bücherstapeln den alles vernichtenden Brand der Bibliothek von Alexandria machen. Nach der Ermordung Cäsars gewinnt Kleopatra den römischen Feldherrn Marcus Antonius für sich und ihre Sache. Doch sollte dieser den Machtkampf mit seinem Gegenspieler Octavian verlieren und sich ins Schwert stürzen. Als der siegreiche Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in Alexandria einmarschiert, nimmt sich Kleopatra durch einen Schlangenbiss das Leben. Und so wird im Jahre 30 vor Christus Ägypten und mit ihm Alexandria römische Provinz. Doch bedeutet der Untergang der Ptolemäer-Dynastie, deren erste Vertreter Alexandria zur Metropole der hellenistischen Welt ausgebaut haben, noch lange nicht das Ende Alexandrias.
wenn auch politisch bedeutungslos geworden, bleibt Alexandria als zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches wirtschaftlich und kulturell eine mächtige Stadt. Vor allem aber strahlt Alexandria noch weitere 3 Jahrhunderte als Leuchtturm der Wissenschaft in die antike Welt. Doch mit dem Ende dieser antiken Welt, mit dem Aufschwung der großen Weltreligionen, des Christentums im 4. Jahrhundert und des Islams im 7. Jahrhundert nach Christus, ist auch das Ende von Akademie und Bibliothek gekommen. Christlichen Eiferern erscheinen Schriftrollen mit dem Gedankengut der griechischen Philosophen genauso überflüssig, wenn nicht gar ketzerisch, wie später den Arabern, die Alexandria im Jahr 642 nach Christus erobern. Ein Dreivierteljahr soll es gedauert haben, bis die gesamten Bestände verfeuert waren, als Brennmaterial in den zahllosen öffentlichen Bädern der Stadt. Die antike Weltstadt Alexandria wird bald nur noch ein unbedeutendes Hafenstädtchen an der ägyptischen Mittelmeerküste sein. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor Christus ringen noch ein halbes Dutzend Mächte um den Einfluss im Mittelmeerraum. Die Römer natürlich, aber auch die Karthager in Nordafrika, das ptolemäische Ägypten oder das ebenfalls auf Alexander den Großen zurückgehende Seleukidenreich in Kleinasien. Schließlich versuchen auch Makedonien und Griechenland sich zu behaupten. Keine 200 Jahre später, am Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, gibt es nur noch eine Macht, Rom. Das römische Imperium umfasst nicht nur den gesamten Mittelmeerraum, auch keltische und germanische Gebiete im Westen und in der Mitte Europas hat sich Rom einverleibt. Parallel zu dieser äußeren Expansion spitzt sich im Inneren die Staatskrise immer weiter zu. Stellen zunächst vor allem soziale Spannungen die römische Republik auf eine harte Probe, ist es dann das Machtstreben von Männern wie Gaius Julius Caesar. Dass gerade letzterer in der Zeit der Bürgerkriege militärisch große Erfolge erzielt, ist nur auf den ersten Blick ein Paradoxon. Schließlich verspricht er sich gerade von seinen Eroberungen Vorteile im Kampf um die Herrschaft. Die Jahre von 200 vor Christus bis zur Zeitenwende sind fraglos die spannendsten und ereignisreichsten der römischen Geschichte. Rom – Aufstieg zur Weltmacht. Römisches Reich, 146 vor Christus. Karthago brennt! Karthago brennt, schallt es durch die Gassen Roms. Aufgeregt stürzen die Menschen aus ihren Häusern, sammeln sich auf dem Forum und anderen Plätzen der Stadt. Freude und Erleichterung machen sich in ihren Gesichtern breit. Über Jahrhunderte hatte sich Karthago als der hartnäckigste Gegner im Kampf um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer erwiesen. Der karthagische Feldherr Hannibal fügte den Römern mehr als eine Niederlage zu, bis er sich im Jahr 201 vor Christus dem römischen Feldherrn Scipio beugen musste. Zwar wurde Karthago weitgehend entwaffnet und zu Entschädigungszahlungen verpflichtet, doch die Römer lässt die Furcht vor einem Erstarken des alten Feindes nicht los. Nach 3-jähriger Belagerung haben die römischen Truppen nun die Stadt an der nordafrikanischen Küste eingenommen und machen sie dem Erdboden gleich. 17 Tage und Nächte brennt Karthago. Nur ein Zehntel der 500.000 Bewohner überlebt das Inferno. Nie wieder wird Karthago für Rom eine Gefahr darstellen. Nicht viel anders ergeht es im gleichen Jahr der griechischen Stadt Korinth. 50 Jahre zuvor verkündete Rom noch großzügig die Freiheit aller griechischen Staaten. Doch ist dies eine Freiheit von Roms Gnaden. Wer es wagt, Widerstand zu leisten, wird mit militärischen Mitteln hart bestraft, wie etwa das Königreich Makedonien. Doch auch mit wirtschaftlichen Sanktionen gelingt es Rom, seine Gegner in die Knie zu zwingen. So wird die widerspenstige Seemacht Rhodos durch die Einrichtung eines Freihafens auf der im römischen Einflussbereich liegenden Insel Delos ihrer Einnahmen beraubt und in den Ruin getrieben. Im Jahr 146 vor Christus wagen die im sogenannten Achäischen Bund zusammengeschlossenen Griechen gegen die erdrückende Macht Roms einen letzten, verzweifelten Aufstand, der seinen spontanen Anfang unter den Seeleuten, Arbeitern und auch Sklaven in der Hafenstadt Korinth nimmt.
Nachdem die Römer die griechischen Truppen vernichtend geschlagen haben, tilgen sie die schutzlose Stadt von der Landkarte und machen ganz Griechenland zur römischen Provinz. Zwei Ereignisse in nur einem Jahr, die deutlich machen, gegen das römische Machtstreben scheint jeder Widerstand zwecklos. Wer sich dennoch Rom entgegenstellt, bekommt die volle Härte seiner militärischen Macht zu spüren. Dabei ist es noch keine 150 Jahre her, dass Rom die Herrschaft über Italien errungen hat. Die Entwicklung vom Stadtstaat mit ein wenig Hinterland zur Weltmacht ist über viele Generationen hinweg vor allem eine Leistung der römischen Armee. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus unterhalten die Römer kein stehendes Heer, sondern eine wehrpflichtigen Armee, die sich aus den besitzenden Bürgern der Stadt zusammensetzt. Zum aktiven Militärdienst können alle männlichen Bürger Roms vom 17. bis zum 46. Lebensjahr einberufen werden. Anfangs müssen die Soldaten ihre Ausrüstung noch selbst bezahlen. Erst später übernimmt der Staat die Kosten. Im Falle der Bedrohung stellen die Römer in der Regel 4 Legionen mit je etwa 4000 Mann auf. Bei Bedarf kann die Truppenstärke auf 10 Legionen erhöht werden. Die mit Stoßlanzen oder Wurfspeeren sowie dem Kurzschwert ausgerüsteten Fußsoldaten jeder Legion bekommen Unterstützung von einer 300 Mann starken Kavallerie sowie Söldnertruppen, etwa keltischen Infanteristen oder kretischen Bogenschützen. Ein wesentlicher Schlüssel für die militärische Stärke des römischen Bürgerheeres liegt in dem hohen Maß an Disziplin, das die Legionäre auszeichnet, sowie in der Professionalität der Kriegsführung. Die Römer sind schnell dabei, neue Schanz- oder Belagerungstechniken für sich zu nutzen. Sie können über die gut ausgebauten Straßen ihres wachsenden Reiches die Legionen vergleichsweise schnell bewegen. Und sie verstehen es, ihren Heeren die Versorgung mit Nachschub zu sichern. Politisch ist Rom eine Republik, seit um das Jahr 500 der letzte König vertrieben wurde. Die wichtigsten Säulen der Macht sind zum einen gewählte Beamte, zum anderen der Senat als Vertretung der einflussreichen Adelsgeschlechter, der Patrizier, sowie die Volksversammlungen, auf denen die Amtsträger gewählt und Gesetze beschlossen werden. Die höchsten Beamten sind die beiden für ein Jahr gewählten Konsuln, die gemeinschaftlich die Stadt regieren und den Oberbefehl über die Armee innehaben. Weitere Wahlbeamte sind beispielsweise die Prätoren, denen die Rechtsprechung obliegt, oder die Quästoren, die sich um die Finanzen kümmern. Der Senat besitzt wenig formale Rechte. Da er aber zunächst 100, später auch mehr verdiente Vertreter aus den Reihen der Patrizier vereint, ist seine tatsächliche Macht sehr groß. Die Masse des Volkes zählt zu den Plebejern, den einfachen Römern, die zwar freie Bürger sind, aber meist arm oder gar völlig mittellos. Die Plebejer wählen auf einer Volksversammlung 2 Volkstribunen, die als Gegenpole zur Macht der privilegierten Bürger fungieren sollen. Die Volkstribune genießen Immunität und können alle Entscheidungen, die in ihren Augen den Interessen des Volkes zuwiderlaufen, mit dem Ruf Veto, lateinisch für »Ich verbiete«, zu Fall bringen. Im Anschluss an die militärischen Eroberungen fließen hohe Kriegsentschädigungen nach Rom, die vor allem den Patriziern zugutekommen. Da es den Senatoren untersagt ist, sich an Geld- oder Handelsgeschäften zu beteiligen, investieren viele Patrizier diese Gelder in Grundbesitz. Gleichzeitig gelangen auch genügend Kriegsgefangene als Sklaven nach Italien, die als billige Arbeitskräfte auf den großen Gütern der Patrizier arbeiten können. Für die breite Masse des Volkes haben die regelmäßigen Feldzüge aber ganz andere, negative Auswirkungen. Die häufigen Einberufungen zur Armee hindern die Bauern daran, ihre Felder zu bestellen, lassen Handwerker und Händler nicht mehr ihren Geschäften nachgehen. Für viele steht am Ende der finanzielle Ruin. Aus den freien Bauern wird ein besitzloses Proletariat, das sich in der Stadt Rom sammelt. Je mehr Reichtum und Macht die Patrizier anhäufen, je mehr die Plebejer verarmen, desto größer werden die gesellschaftlichen Spannungen in der Stadt. Groß ist daher die Hoffnung der Plebejer, als sie Tiberius Sempronius Gracchus im Jahr 133 vor Christus zum Volkstribun wählen. Er spricht den Menschen aus der Seele, wenn er sagt, die Männer, die für Rom kämpfen und sterben, haben nichts außer Luft und Licht.
Herren der Welt werden sie genannt. In Wirklichkeit gehört ihnen kein Krümel Erde. Gracchus, selbst Spross einer angesehenen Patrizierfamilie, will diese Zustände nicht mehr länger hinnehmen. Sein erklärtes Ziel ist die Durchsetzung einer umfassenden Landreform. Kein Bürger soll künftig mehr als 125 Hektar Land besitzen dürfen. Frei werdende Ländereien will er auf besitzlose Bürger aufteilen und ihnen so einen Weg aus der Armut weisen. Die Senatoren sind außer sich. Enteignen will er sie, dieser Gracchus. Niemals darf dieser Vorschlag Gesetz werden. Und so setzen sie alle Hebel in Bewegung, um das Landreformgesetz zu stoppen, und finden einen unerwarteten Verbündeten. Der zweite Volkstribun, Marcus Octavius, verkündet sein Veto. Daraufhin lässt Gracchus seinen Kollegen als Volkstribun abwählen, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Um sicherzugehen, dass sein Gesetz auch wirklich umgesetzt wird, beschließt er zudem, sich im Folgejahr gleich noch einmal zum Volkstribun wählen zu lassen, doch damit verstößt er gegen ein ehernes Gesetz der Republik. Nämlich, dass ein Mann nach der Ausübung der stets nur für ein Jahr vergebenen politischen Ämter in jedem Fall ein Jahr Pause einlegen muss, bis er das nächste Amt übernehmen kann. Schnell formiert sich der Widerstand gegen diesen offenkundigen Traditionsbruch. In der Volksversammlung, die Gracchus ein zweites Mal wählen soll, streuen Mitglieder des Senats das jeder Grundlage entbehrende Gerücht, dieser strebe für sich die Königswürde an. Wie erhofft, kommt es daraufhin zu gewalttätigen Tumulten unter den Teilnehmern der Volksversammlung, in deren Verlauf Gracchus und 300 seiner Anhänger den Tod finden. Sein politisches Wirken mag zwar kurz gewesen sein, die Nachwirkungen jedoch sind lang. Im politischen Kampf um das Ackergesetz, den Gracchus mit seinem Leben bezahlt, manifestiert sich erstmals die tiefe Spaltung der römischen Gesellschaft. Die folgenden 100 Jahre wird Rom von inneren Machtkämpfen und Bürgerkriegen geplagt werden. Einer Fortsetzung der militärischen Expansion des Reiches steht die innere Unruhe jedoch nicht im Wege. Doch zeigt sich zunehmend, dass ein wehrpflichtigen Heer, wie das der Römer, den Anforderungen ihres sich scheinbar fortwährend ausbreitenden Reiches nicht mehr gerecht werden kann. Und so kommt es im Jahr 104 vor Christus zu einer Heeresreform, die insbesondere die Aufstellung einer Berufsarmee aus römischen Bürgern vorsieht. Es bürgert sich eine 16-jährige Dienstzeit ein, mit dem Versprechen für die Altersversorgung der Veteranen nach ihrer aktiven Zeit im Heer zu sorgen. Für viele Plebejer der Stadt bietet das Militär die Chance zum Aufstieg aus der Armut, und so rekrutieren die Werber der Armee ganz gezielt Soldaten in den übervölkerten Armenvierteln der Stadt. Zu Beginn des ersten Jahrhunderts vor Christus ist Rom die vorherrschende Macht im gesamten Mittelmeerraum. Die Iberische Halbinsel, Griechenland, Kleinasien und Nordafrika, alles römische Provinzen. Die wenigen noch formal selbstständigen Staaten, wie etwa Ägypten, sind in wachsendem Maße von Rom abhängig. Italien, das römische Kernland, ist keine Provinz. Doch bei weitem nicht alle der dort lebenden Menschen besitzen das römische Bürgerrecht. Noch steht dies nämlich ausschließlich den Bürgern der Stadt Rom und ihres Umlandes zu. Doch die Bevölkerung des übrigen Italiens will endlich auch in den Genuss der Bürgerrechte kommen, kämpfen sie doch regelmäßig als Bundesgenossen an der Seite der Römer. Als der Senat sich diesem Ansinnen verschließt, kommt es im Jahr 91 vor Christus zum Krieg mit den Bundesgenossen. Am Ende siegen die Römer und erklären zur allgemeinen Überraschung, dass fortan alle Bewohner Italiens römische Bürger sind. In den eroberten Provinzen sind die Römer wenig zimperlich, wenn es um die Eintreibung von Steuern geht. Mit der Verwaltung sind römische Bürger betraut, die häufig ihre Amtszeit als einmalige Gelegenheit sehen, in kurzer Zeit große Reichtümer anzuhäufen. In Kleinasien etwa wiegt der Hass auf die römischen Steuereintreiber bald so schwer, dass es unter der Führung König Mithridates von Pontos im Jahr 88 vor Christus zu einem Massaker an der dort lebenden römischen Bevölkerung kommt. Es wird einige Jahre dauern, bis die Römer Mithridates niedergerungen haben. Wie so oft
etwa gegen die einfallenden Germanenstämme der Kimbern und Teutonen um das Jahr 110 vor Christus oder beim Sklavenaufstand des Spartakus Ende der 70er Jahre vor Christus, erleiden die Römer anfangs schmerzhafte Niederlagen. Am Ende aber behalten stets die römischen Legionen die Oberhand. Die römische Innenpolitik ist während des ersten vorchristlichen Jahrhunderts über weite Strecken geprägt von den Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern zweier Parteien. Auf der einen Seite stehen die Optimaten, die den Senat stärken wollen und vor allem die Interessen der Patrizier im Sinn haben, auf der anderen Seite die Popularen, die am liebsten den Senat ganz aus dem politischen Prozess ausschließen würden und sich das Wohlergehen der einfachen Bürger auf die Fahnen geschrieben haben. Zunächst scheint es den Optimaten zu gelingen, die Herrschaft an sich zu reißen. Schließlich herrscht ein Vertreter aus ihren Reihen, der Feldherr Lucius Cornelius Sulla, von 82 bis 79 vor Christus als Diktator über Rom. Doch nach dessen Rücktritt wird die Politik mehr und mehr von Persönlichkeiten geprägt, die der Fraktion der Popularen zuzurechnen sind. Sie verfügen über einen großen Rückhalt bei den Volksmassen, wissen eine militärische Hausmacht im Rücken und haben selbstverständlich beste Verbindungen zu den herrschenden Kreisen. Auf Gaius Julius Caesar trifft all dies zu. Er stammt aus dem Patriziergeschlecht der Julier, das seine Wurzeln zwar bis zu den Anfängen der Römischen Republik zurückverfolgen kann, aber in der Politik nicht zu den führenden Familien zählt. Als ein Vertreter der Partei der Popularen macht er Karriere in der Politik und wird im Jahre 59 vor Christus erstmals zum Konsul gewählt. Als Feldherr vermag Caesar, seine Soldaten zu äußerster Loyalität und zu Höchstleistungen anzutreiben. Sein Meisterstück liefert er in der Eroberung Galliens, die ihren Abschluss im Jahr 52 vor Christus findet. 10 ihm bedingungslos ergebene Legionen hat Caesar am Ende des Gallischen Krieges unter Waffen. Seine Siege haben ihm reiche Beute beschert. Caesar lagert in Norditalien und überlegt, wie er seinen Machtanspruch am besten durchsetzen kann. Da erreicht ihn die Aufforderung des Senats, seine Truppen aufzulösen und sich für seine Amtszeit als Konsul vor Gericht zu verantworten. Für Caesar ist dies eine unerhörte Provokation der Optimaten. Darauf überschreitet er mit seinem Heer den Fluss Rubikon, wohl wissend, dass traditionell jede bewaffnete Überquerung des Flusses in Richtung Süden eine Kriegserklärung an Rom darstellt. Er weiß, die Würfel sind gefallen. Von jetzt an gibt es kein Zurück mehr. Die heiße Phase im Bürgerkrieg ist eröffnet. Caesars ärgster Gegner ist Gnaeus Pompeius Magnus. In den folgenden Jahren liefern sich die beiden erbitterte Kämpfe. In Griechenland, Spanien und anderswo, aus denen im Jahre 46 vor Christus Caesar als Sieger hervorgeht. Dieser ist nun am Ziel. Er wird zum Diktator auf 10 Jahre, 2 Jahre später sogar zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Doch was er nicht ahnt, er hat nicht mehr lange zu leben. Denn die alten Patrizier im Senat wollen nicht akzeptieren, dass Caesar als Vertreter der Popularen die absolute Herrschaft innehat, ja sogar die Königswürde anstrebt. Und so finden sich an den Iden des März im Jahre 44 vor Christus 60 Senatoren im Saale des Pompeius-Theaters zusammen, um Caesar zu ermorden. Das römische Volk ist müde, müde all der Machtkämpfe, all der Bruderkriege, all der Feldzüge in ferne Länder. Es sehnt sich nach Ordnung, Ruhe und Frieden. Es ist schließlich Caesars Adoptivsohn Octavian, der diese Sehnsucht befriedigen wird und 100 Jahren Bürgerkrieg ein Ende setzt. Caesar hat in seinem politischen Testament Octavian zu seinem Erben und Nachfolger ernannt. Nachdem sich dieser dank seines politischen Geschicks, aber auch aufgrund seiner Skrupellosigkeit gegen alle Widersacher durchgesetzt hat, kann er ab dem Jahr 31 vor Christus als Alleinherrscher das riesige Reich regieren, das sich inzwischen vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, von der Nordsee bis zum Nil erstreckt. Zwar stellt Octavian formell die republikanische Verfassung wieder her, doch liegt dank seiner Autorität alle Macht bei ihm. Er selbst bezeichnet sich als Princeps,
als erster Bürger. Die Senatoren verleihen ihm den Ehrentitel Augustus, der Erhabene. Die großen Eroberungen können sich zwar andere auf die Fahnen schreiben, Augustus aber führt das römische Weltreich in eine Phase des inneren Friedens, der später als Pax Augusta verklärt wird. Die Weltmacht Rom wird fortan von einem Kaiser regiert. Lange bevor Rom die antike Welt erobert, bewohnen keltische Stämme große Teile Europas, von der Iberischen Halbinsel bis nach Kleinasien, von den britischen Inseln bis nach Norditalien. Die Kelten, das ist kein Volk im engen Sinne, mit einem Reich, einem König oder einer gemeinsamen Identität, sondern ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Volksgruppen, denen die keltische Sprache und die keltische Kultur gemeinsam sind. Der Name Kelten kommt vom griechischen Keltoi, was die Tapferen heißt. Gallier nennen die Römer vor allem die im heutigen Frankreich siedelnden Stämme. Wie sich die Kelten selbst nannten oder ob sie überhaupt einen Gesamtnamen für sich kannten, wissen wir nicht, denn sie haben praktisch keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. So bleiben uns nur antike Quellen wie etwa Caesars Gallischer Krieg, die Funde der Archäologen und Rückschlüsse aus den spärlichen Resten keltischer Kultur, die heute etwa noch in Irland oder Schottland anzutreffen sind. Die Kelten, unbekanntes Volk im Herzen Europas. Mitteleuropa um das Jahrhundert vor Christus. Je näher der Kampf rückt, desto lauter wird das Getöse der Krieger, ihre Schlachtrufe und Kampfgesänge. Hinzu kommt der markerschütternde Lärm der mit einem Tierkopf verzierten Schlachthörner. Immer wieder tritt aus den Reihen der Kelten einer der Kämpfer hervor. Hochgewachsen und hellhäutig sind sie. Ihr mit Kalkwasser eingeriebenes Haar ist zur Igelfrisur geformt und glänzt weiß in der Sonne. Im Gesicht trägt jeder einen stattlichen Schnurrbart. Ihre Kleidung, Hosen und an der Schulter befestigte Umhänge, ist farbenfroh und auffällig gemustert. Der Schmuck, den sie tragen, weist die Kämpfer als Adlige aus. Während sie ihr reich verziertes Langschwert drohend schwingen, rühmen die keltischen Krieger ihre eigene Tapferkeit und preisen die Heldentaten ihrer Vorfahren. Ihren Feinden aber werfen sie Worte voller Verachtung entgegen. Alles, ihr stolzer Auftritt, die blitzenden Waffen, ihre Schmähungen, dient dem einen Zweck: die Feinde einzuschüchtern, ihnen das Selbstvertrauen zu nehmen, bevor sie sich in die eigentliche Schlacht stürzen. So lernen viele Völker Europas die Kelten kennen. Furchtlose Kämpfer, wortgewaltig und gestenreich. Im Jahr 390 vor Christus fügen die Kelten dem aufstrebenden Rom eine vernichtende Niederlage zu. Aus der Stadt ziehen sie erst nach der Zahlung eines stattlichen Lösegelds ab. 100 Jahre später wagt ein keltisches Heer einen Angriff auf das griechische Heiligtum Delphi mit seinen reichen Goldschätzen und kann nur mit allergrößter Mühe von Griechen und Makedonen zurückgeschlagen werden. Angesichts solcher Beweise ihres Kampfesmutes sind die keltischen Krieger als Söldner begehrt und kämpfen in den Heeren von Griechen, Karthagern oder Ägyptern genauso wie in den römischen Legionen. Es verwundert nicht, dass antike Geschichtsschreiber einen solchen Menschenschlag nicht ohne eine gewisse Faszination als energiegeladene, streitlüsterne Barbaren beschreiben, deren ganzes Leben sich um den Krieg dreht. Doch ist die keltische Gesellschaft wirklich dermaßen vom Kriegerethos durchdrungen? Schließlich ist ihre Kultur hochstehend und die von ihnen besiedelten Lande sind wohlhabend. Die Geschichte der Kelten reicht zurück bis ganz an den Anfang des ersten Jahrtausends vor Christus. Vor allem im Alpenraum haben sie zahlreiche Zeugnisse ihrer frühen Kultur hinterlassen. Eine Ausweitung des keltischen Einflussbereichs scheint zunächst weniger über Wanderungen als vielmehr durch den Handel von Waren und die Weitergabe von Wissen, beispielsweise über landwirtschaftliche Techniken, zu erfolgen. Diesen ersten 500 Jahren hat eine österreichische Keltensiedlung ihren Namen gegeben, Hallstattzeit. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends ist dann eine deutliche Weiterentwicklung zu beobachten, an Orten wie dem schweizerischen Latène, Namensgeber der folgenden Epoche, kommen die Menschen zusammen, um mit Waffen, Werkzeug und Kunstgegenständen zu handeln,
ihn nun ein unverkennbar eigener keltischer Stil auszeichnet. Besonders ins Auge sticht die Verzierung mit abstrakten geometrischen Formen. Eine neue Dynamik erfasst die keltische Geschichte schließlich ab dem 4. Jahrhundert vor Christus. Wohl nicht zuletzt aufgrund schnell wachsender Bevölkerungszahlen kommt es zu großen keltischen Wanderungen, in deren Verlauf es zu den bekannten Auseinandersetzungen mit Römern und Griechen kommt. So besiedeln Kelten die Poebene im Norden Italiens, wandern auf der Iberischen Halbinsel ein, stoßen in das Donaubecken vor, ja sogar in Kleinasien lassen sich Kelten nieder. An der Wende zum 1. Jahrhundert vor Christus umfasst der keltische Kulturkreis ein Gebiet, das dem Römischen Reich an Größe in nichts nachsteht. Und doch könnten die Unterschiede nicht größer sein. Politisch und gesellschaftlich ist das keltische Siedlungsgebiet kleinräumig organisiert. Während ihrer gesamten Geschichte kennen die Kelten keine größeren Staaten oder Königtümer. Sie fühlen sich zunächst einmal ihrer Sippe verbunden, die wiederum einem der zahllosen Stämme angehört. Zusammenschlüsse mehrerer Stämme sind nur von kurzer Dauer und formieren sich neu, sobald sich die politischen Umstände ändern. An der Spitze eines Stammes steht kein mächtiger Erbkönig, sondern ein adliger Anführer mit begrenzten Vollmachten, der nicht selten per Wahl bestimmt wird. Wichtige Entscheidungen treffen alle freien Männer eines Stammes in einer Volksversammlung. Die eigentliche Macht aber liegt meist bei einem aus führenden Adligen bestehenden Rat. Nach dem in der Gesellschaft ganz oben stehenden Kriegeradel kommen die Freien, also waffentragende Bauern, Handwerker und Händler. Die Masse des Volkes aber bilden Unfreie, vor allem Kleinbauern und Knechte, die nur eingeschränkte Rechte besitzen. Für den Zusammenhalt dieser Ständegesellschaft sorgt das Klientelwesen, also ein Netz aus auf Gegenseitigkeit beruhenden Abhängigkeitsverhältnissen. Die eine Seite bietet Schutz und Sicherheit, die andere verpflichtet sich zu Gefolgschaft und Diensten. Solche Klientelverhältnisse bestehen zwischen Adligen und der übrigen Bevölkerung, sind aber auch unter Adligen selbst oder gar zwischen einzelnen Stämmen anzutreffen. Innerhalb dieses gesellschaftlichen Gefüges streben die einzelnen Adligen nach Rang und Namen, nach Macht und Ruhm. Persönlicher Mut ist eine selbstverständliche Voraussetzung, kriegerischer Erfolg von entscheidender Bedeutung, eine große Gefolgschaft und materieller Reichtum unverzichtbar. So sind die keltischen Adligen nicht nur als großzügig bekannt, sondern auch als protzig verschrien. In ihrer unablässigen Suche nach Möglichkeiten, ihr Ansehen zu vergrößern und damit ihren gesellschaftlichen Status zu verbessern, jagen sie Prestigegütern hinterher, feiner Kleidung und schönem Schmuck genauso wie prächtigen Waffen, edlen Pferden oder guten Weinen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Bedeutung des Krieges zu sehen. Für den keltischen Adligen ist der Kampf eine sehr persönliche Angelegenheit, indem er seine Tapferkeit unter Beweis stellen und unvergänglichen Ruhm, aber auch reiche Beute erlangen kann. Eine herausragende Stellung besitzen bei vielen keltischen Stämmen die Druiden. Sie vereinen mehrere Machtpositionen in einer Person: Priester, Richter, Ratgeber, aber auch Arzt oder Lehrer. Ihre oberste Aufgabe ist es, Identität und Wohlstand des Stammes zu wahren, indem sie die Beziehungen zu den Göttern, aber auch anderen Gemeinschaften pflegen und die Geschichte des Stammes, seine Tradition und seine Ordnung bewahren. Die Ausbildung zum Druiden beginnt bereits in jugendlichem Alter und dauert bis zu 20 Jahre. Viele schicken ihre Söhne dafür extra auf die britischen Inseln, eines der Zentren des Druidentums. Die gallischen Druiden wiederum treffen sich einmal im Jahr in dem in der Mitte des Landes gelegenen Carnutenwald, um Streitfälle zwischen den Stämmen oder untereinander zu schlichten. Nichts ist den Druiden heiliger als die Mistel und der Baum, auf dem sie wächst, die Eiche. Der römische Geschichtsschreiber Plinius berichtet von der Tradition, dass ein weißgekleideter Druide mit einer goldenen Sichel Mistelzweige schneidet, die in einem weißen Leintuch aufgefangen werden. Göttliche Elemente spüren die Kelten auch an weiteren Orten in der Natur, seien es Quellen, Flüsse oder Hügel.
Ihren Göttern bringen sie Waffen, Tiere, aber auch Menschenopfer dar. Es heißt, dass sie Menschen in Weidegeflechten, die Abbilder von Göttern darstellen, als Brandopfer darbringen, oder dass Druiden Menschen mit dem Schwert töten, um aus ihren Todeszuckungen die Zukunft vorherzusagen. Mit dem Tod stirbt jedoch nicht die Seele eines Menschen. Sie wandert, so der Glaube der Kelten, von einem Körper in den anderen. Dass so die Angst vor dem Tod bedeutungslos wird, dürfte Tapferkeit und Kampfesmut der Kelten zusätzlich angespornt haben. Als Sitz der Seele gilt den Kelten der Kopf. Ist ein Feind besiegt, schlagen die keltischen Krieger ihm den Kopf ab und nehmen ihn an sich. Die Köpfe ihrer vornehmsten Gegner bewahren sie gar zu Hause auf, um ihre Gäste damit zu beeindrucken. Den Druiden eilt in der ganzen antiken Welt ein mystischer Ruf voraus. Doch für andere Völker ist es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, an die Geheimnisse der Druiden zu gelangen. Schließlich geben diese ihr Wissen stets nur mündlich vom Meister an den Schüler weiter. Ja, sie halten das schriftliche Festhalten sogar für einen Frevel. Und was für die Druiden gilt, trifft auf das gesamte kulturelle Erbe der Kelten zu. Ihre Sagen und Mythen, ihre Geschichten und Epen stehen den niedergeschriebenen Werken anderer Völker in nichts nach. Dennoch haben sie sich zum Verzicht auf eine Schriftkultur entschlossen und geben ihren gesamten kulturellen Schatz über das Auswendiglernen und Vortragen von einer Generation an die nächste weiter. Angesichts der Bedeutung der mündlichen Überlieferung überrascht es nicht, dass die Kelten weithin bekannt sind für ihre Redegewandtheit und schnelle Auffassungsgabe. Sie sind hervorragende Geschichtenerzähler und schwelgen in einer ungemein wortreichen Redekunst voller Anspielungen und Humor. Die Grenze zum endlosen Palaver oder auch Maulheldentum ist fließend, und glaubt man ihren Zeitgenossen, wird diese nicht selten überschritten. Der Großteil der keltischen Bevölkerung lebt in kleinen Dörfern und Einzelgehöften, die mitunter von Palisaden umfriedet sind. Das Land wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Da sie vielerorts ihre Äcker mit Kalk düngen, können sie reiche Ernten einfahren, die sie angesichts der dichten Besiedlung benötigen. Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus errichten die Kelten jedoch auch befestigte städtische Siedlungen. Eine solche Keltenstadt, von den Römern als Oppidum bezeichnet, befindet sich in der Regel an einem Ort, der von Natur aus gut zu verteidigen ist, aber auch nahe an vorhandenen Verkehrswegen liegt, an einer Flussschleife zum Beispiel. Das am Südufer der Donau gelegene Manching ist ein solches Oppidum. Geschützt von einer 7 Kilometer langen und 5 Meter hohen Befestigungsanlage hat sich hier eines der wichtigsten Zentren keltischen Lebens in Mitteleuropa etabliert. Manching ist Verwaltungssitz und Prägestätte für Münzen. Ein paar tausend Menschen leben hier in Häusern aus Holz und mit Lehm bestrichenem Flechtwerk, gedeckt mit Riedgras und Stroh. Vor allem Handwerker haben sich niedergelassen. Sie fertigen nicht nur Gebrauchsgegenstände wie Werkzeuge und Keramik an, sondern stellen auch einen Großteil des Putzes her, den die keltischen Herren anlegen, um ihren Reichtum und ihren hohen Rang herauszustreichen. Egal ob Waffen- oder Kunstschmiede, Schuster oder Stellmacher, der Ruf keltischer Handwerkskunst reicht weit in die antike Welt hinaus. Mögen die Kelten in den Jahrhunderten zuvor andere in Angst und Schrecken versetzt haben, so sehen sie sich an der Wende zum 1. Jahrhundert vor Christus einer doppelten Bedrohung gegenüber. Östlich des Rheins drängen landsuchende Germanen die keltischen Stämme immer weiter zurück. Gleichzeitig wachsen im Süden und Westen die Konflikte mit dem aufstrebenden Römischen Reich. Das letzte Kapitel der keltischen Geschichte wird im Jahre 58 vor Christus in Gallien aufgeschlagen. Als Gaius Julius Caesar zum Statthalter der keltischen Provinzen diesseits und jenseits der Alpen ernannt wird, sieht er seine Chance, mit der Unterwerfung Galliens zum mächtigsten Mann Roms aufzusteigen. Der Gallische Krieg ist für ihn nur ein Mittel zur Befriedigung seiner persönlichen Ambitionen. Für die Kelten aber wird er am Ende den Untergang ihrer Kultur bedeuten. Gallien ist die Heimat einer Vielzahl stolzer keltischer Stämme und zählt rund 7 Millionen Einwohner.
Bislang haben die Römer nur die Mittelmeerküste samt Hinterland in Beschlag genommen, um über eine sichere Landbrücke zu ihren iberischen Besitzungen zu verfügen. Wären sich alle gallischen Stämme einig, die Römer würden sich sehr schwer tun, ihren Machtbereich zu erweitern. Doch sie sind es nicht. Und so kann Caesar in den Jahren 58 bis 52 vor Christus einen gallischen Stamm nach dem anderen unterwerfen, bis er schließlich das ganze Land bis zur Nordsee erobert hat. Der heroische Widerstand einer Ansammlung von Einzelkämpfern kann einer gut funktionierenden Kriegsmaschine wie den römischen Legionen letztlich wenig entgegensetzen. Hinzu kommen die Probleme der Gallier, große Heere mit Nachschub zu versorgen. Manchmal muss Caesar nur warten, bis die keltischen Krieger hungrig werden und wieder abziehen. Im Jahr 52 vor Christus, Caesar wähnt sich schon am Ziel, unternehmen die Gallier einen letzten verzweifelten Versuch, ihre Unabhängigkeit zu retten. Endlich sind sich die gallischen Fürsten einig in ihrem Hass auf die Römer und entschließen sich zum gemeinsamen Kampf. Zu ihrem Heerführer machen sie Vercingetorix, einen charismatischen jungen Adligen vom Stamm der Averner. Dieser reißt sogleich die Initiative an sich und überfällt römische Stützpunkte im Süden Galliens. Doch anders als die Germanen rechts des Rheins können sich die Gallier nicht einfach in ihre Wälder zurückziehen. Eine jede ihrer zahlreichen Städte kann Ziel eines römischen Gegenschlags werden. Vercingetorix muss entscheiden, ob ein Ort verteidigt oder aber den Römern überlassen werden soll. Caesar jagt indes Vercingetorix mit einer solchen Entschlossenheit hinterher, dass sich dieser bald vom Druck der Legionen zermürbt in die Festung Alesia zurückzieht. Dort muss er tatenlos mit ansehen, wie die Römer einen undurchdringlichen Belagerungsring um den Festungshügel errichten. Als auch ein 250.000 Mann starkes gallisches Heer beim Versuch scheitert, Alesia zu befreien, lassen die in der Festung Eingeschlossenen alle Hoffnung fahren. Vom Hunger schwer gezeichnet, streckt Vercingetorix die Waffen. Gallien ist endgültig erobert. Das Land im wahrsten Sinne des Wortes ausgeblutet. 1 Million Menschen haben im Lauf des Krieges ihr Leben gelassen. Eine weitere Million wird als Sklaven in alle Winde zerstreut. Vercingetorix selbst wird im Triumphzug durch Rom geführt und anschließend erdrosselt. So ist mit dem Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts auch das Ende der Kelten gekommen. Über 1000 Jahre hat ihre Kultur weite Teile Europas geprägt. Nun wird sie zerrieben zwischen Germanen auf der einen und Römern auf der anderen Seite. Diese führen in den eroberten Landstrichen, in Gallien, aber auch in den keltischen Gebieten südlich der Donau, später auch in Britannien, eine umfassende Romanisierung durch. Neue römische Städte entstehen. Römische Veteranen und andere Neubürger werden gezielt angesiedelt. Der verbliebenen keltischen Bevölkerung bleibt nur die Möglichkeit, sich durch Anpassung in dieser neuen römischen Welt ihren Platz zu suchen. Es wird nur wenige Generationen dauern, bis die keltische Sprache und Kultur unwiederbringlich ausgelöscht sind. Nur an den äußersten Rändern ihres Siedlungsraumes, in Irland oder Schottland, lebt das keltische Erbe weiter, bis zum heutigen Tag. Wenn wir heute an die chinesische Mauer denken, dann haben wir ein Bauwerk aus Stein vor Augen, eine Burgmauer mit Zinnen und Türmen, die sich scheinbar unendlich weit über Bergkämme und Schluchten windet, so breit, dass auf ihr 7 Männer nebeneinander marschieren können. Diese Mauer, die heute kein China-Besucher in seinem Reiseplan missen wollte, ist gar nicht so alt, wie oft vermutet. Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert, als Kaiser der Ming-Dynastie diese gewaltige Mauer errichtet haben, um das Reich der Mitte vor den Einfällen der Mongolen zu schützen. Richtig ist aber, dass die Geschichte der großen Mauer sehr viel weiter zurückreicht. Schon 1500 Jahre vor den Ming hat der erste Kaiser von China einen nicht minder gewaltigen Verteidigungswall errichten lassen. Die chinesische Mauer. Bollwerk gegen Reiterhorden.
Nördliches China, 200 vor Christus. Einem Donner gleich rollt das wilde Galopp tausender Pferde auf das Dorf zu und lässt den Boden unter den Füßen der chinesischen Bauern erzittern. In Todesangst fliehen die Menschen auf ihre Felder, um sich zu verstecken. Gerade erst haben sie die Ernte eingebracht. Reichlich ist sie ausgefallen, denn der fruchtbare Boden in dieser Gegend ist geradezu ideal für den Anbau von Getreide. Und jetzt das. Gleich werden die Barbaren aus der Steppe die Kornspeicher plündern. Die chinesischen Bauern führen ein hartes Leben. Die Winter starren vor Kälte, gewaltige Stürme fegen über die weiten Ebenen. Vor allem aber macht ihnen die ständige Angst vor Überfällen aus der Steppe zu schaffen. Denn dort lebt das Reitervolk der Xiongnu. Diese Nomaden ziehen mit ihren Viehherden über das Grasland, ernähren sich von Fleisch und Käse, wohnen in Hütten aus Filz, kleiden sich in Leder und Felle. Alles, was sie sonst noch brauchen, Getreide, aber auch Kostbarkeiten wie Seide, rauben sie von den Chinesen. Für ein kulturell so hochstehendes Volk wie das chinesische sind die Xiongnu der Inbegriff von unbezähmbaren Barbaren. Doch die Nomaden aus der Steppe sind brillante Reiter und hervorragende Bogenschützen, denen die Chinesen mit Waffengewalt kaum beikommen können. Denn bis ihre Fußsoldaten zur Stelle sind, hat sich die schnelle und wendige Reiterei der Xiongnu längst wieder mit ihrer reichen Beute, eine Schneise der Verwüstung hinterlassend, in die Steppe zurückgezogen. Für Kaiser Qin Shi Huangdi, der von 221 bis 210 vor Christus über China herrscht, ist diese Situation unerträglich. Wie kann es sein, dass ungehobelte Barbaren China, dieses so mächtige und reiche Land, ungestraft heimsuchen können? Wie kann es sein, dass Reiterhorden aus der Steppe mit ihm, dem mächtigen Kaiser von China, Katz und Maus spielen? Keine Frage, dieser Mann wird unverzüglich zur Tat schreiten. Eiskalte Entschlossenheit zeichnet ihn aus, wenn es darum geht, seine ehrgeizigen Vorhaben zu verwirklichen. Wenig schmeichelhaft heißt es über ihn: Der Kaiser ist ein Mann mit einer vorspringenden Nase, großen Augen, der Brust eines Raubvogels und der Stimme eines Schakals. Er hat das Herz eines Tigers und wird jeden ohne zu zögern bei lebendigem Leibe fressen. In weniger als einem Jahrzehnt hat Qin Shi Huangdi, ursprünglich König des chinesischen Teilstaates Qin, ganz China unterworfen und dem mehr als 250 Jahre dauernden Zeitalter der streitenden Reiche ein Ende gesetzt. Seit seinem endgültigen Sieg im Jahr 221 vor Christus nennen ihn alle voller Ehrfurcht nur noch bei seinem Ehrentitel: Erster göttlich erhabener Kaiser. Mit eiserner Faust regiert Qin Shi Huangdi seither das Land. Die Waffen seiner Gegner lässt er in die Hauptstadt Xianyang bringen und dort einschmelzen. Nur noch die kaiserlichen Soldaten sollen fortan Waffen tragen. Das gemeine Volk ächzt unter der Steuerlast und den Frondiensten. 120.000 Adlige und einflussreiche Familien müssen nach seinem Sieg zwangsweise in die Hauptstadt umsiedeln, denn unter der ständigen Beobachtung des Kaisers werden diese erst gar keine Putschpläne schmieden, so sein Kalkül. Qin Shi Huangdi schafft einen straff organisierten Zentralstaat, verwaltet von ihm treu ergebenen Beamten. Münzen, Maße und Gewichte werden vereinheitlicht, die chinesische Schrift vereinfacht. Ein Werkzeug seiner Beamten sollen die Schriftzeichen ab jetzt sein, nicht mehr eine traditionelle spirituelle Übung. Genauso bricht der erste Kaiser mit den traditionellen Lehren des Konfuzius, die etwa fordern, dass ein Herrscher durch Sittlichkeit und Weisheit überzeugen müsse. Mit der ihm eigenen finsteren Entschlossenheit lässt er öffentlich Bücher mit den Ideen des großen chinesischen Vordenkers verbrennen und mehr als 400 Gelehrte hinrichten. Doch was soll Qin Shi Huangdi, dieser im Inneren so skrupellose Herrscher, gegen die Xiongnu unternehmen? Präventivschläge würden aufgrund der Beweglichkeit der Reiterhorden ins Leere laufen. Der Aufbau friedlicher Beziehungen scheint aufwendig und eine Zumutung für die chinesische Selbstachtung. Was in des Kaisers Augen bleibt, ist die Errichtung eines Bollwerks, so mächtig, dass es die Eindringlinge aufzuhalten vermag.
eine gewaltige Mauer zum Schutz der Nordgrenze Chinas, vom Chinesischen Meer im Osten über zerklüftete Bergregionen bis zu den weiten Ebenen im Westen. Einige Teilstücke existieren bereits, da auch zu Zeiten der streitenden Reiche einzelne Herrscher versucht haben, ihre Territorien durch Mauern zu schützen. Qin Shi Huangdi lässt diese verbinden und ausbauen, zur größten Verteidigungsanlage, die die Welt bis dahin gesehen hat. 5000 Kilometer lang, in ihrem Lauf 2000 Höhenmeter überwindend. Sie wird als die erste chinesische Mauer oder große Mauer in die Geschichte eingehen. Als Baumaterial dient, was vor Ort zu finden ist. Im Gebirge, wo sich die Mauer über steil abfallende Bergkämme und enge Täler windet, schichten die Erbauer Felsblöcke aufeinander. In der fruchtbaren Lössebene erhebt sich ein Wall aus gestampftem Lehm bis zu 7 Meter hoch und 5 Meter breit aus der flachen Landschaft. In eine Verschalung aus Holzbrettern schütten die Arbeiter Erde, teilweise zur besseren Stabilität mit Zweigen und Weiden vermischt. Die Schüttung wird dann so fest getrampelt, wie es nur geht, Schicht für Schicht. Und jedes Mal wächst die Lehmmauer 10 Zentimeter in die Höhe. Hunderttausende von Menschen arbeiten an der Mauer. Kaum einer ist freiwillig da. Ein allgemeiner Arbeitsdienst verpflichtet jeden Mann, für ein paar Monate seinen Beitrag zur Errichtung der Mauer zu leisten. Und da ist vor allem das Heer von Zwangsarbeitern, die teilweise aufgrund kleinster Vergehen und Steuerschulden zu jahrelangen Frondiensten verurteilt sind. Zehntausende lassen ihr Leben. Bei Unfällen, aufgrund von Krankheiten oder sie sterben schlichtweg an Erschöpfung. Statt sie würdig zu bestatten, so heißt es, seien die Leichen einfach in die Verschalung geworfen und mit dem Erdreich festgetrampelt worden. Aus der Sicht des Kaisers haben sich all die Mühen gelohnt. Der von Wachtürmen und Kasernen verstärkte Verteidigungswall stellt für die Xiongnu ein echtes Hindernis dar. Die Überfälle kommen zum Erliegen. China ist fürs Erste vor Überfällen aus der Steppe gefeit. Dankbarkeit erntet Qin Shi Huangdi, der erste Kaiser und einiger Chinas, von seinen Untertanen hierfür nicht. Im Gegenteil. Für die Menschen ist er ein Tyrann, so schlimm man sich ihn nur vorstellen kann. 2 Millionen Menschen haben unter seiner Herrschaft vor allem für die Verwirklichung seiner Bauprojekte ihr Leben lassen müssen. So geht ein Seufzer der Erleichterung durch das Volk, als Qin Shi Huangdi im Alter von 50 Jahren stirbt. Für eine standesgemäße Beisetzung hat der erste Kaiser höchstpersönlich gesorgt und ein Mausoleum von gewaltigen Ausmaßen errichten lassen. Dort steht eine Armee von mehr als 7000 Soldaten an seiner Seite. Ihre Mienen sind unbewegt, ihre Blicke drohend. Ihre Gesichtszüge verraten, dass sie aus allen Teilen des Reiches stammen. Die Welt hat eine Armee wie diese noch nicht gesehen. Denn sie ist aus Ton. Es ist die legendäre Terrakotta-Armee, die die Macht des ersten Kaisers auf ewig demonstrieren soll. Nur 3 Jahre kann sich der Sohn Qin Shi Huangdis auf dem Thron halten, dann wird er vom Zorn des Volkes hinweggefegt. Zum Führer der Aufständischen schwingt sich ein kleiner Beamter auf, der schließlich den Machtkampf für sich entscheiden kann. Als Gao Ju besteigt er den Thron und begründet die Dynastie der Han, die für die nächsten 400 Jahre die Kaiser stellen wird. Gao Ju ist fürs Erste damit beschäftigt, seine Macht im Inneren zu sichern. Die vom ersten Kaiser errichtete große Mauer verliert schnell ihre abschreckende Wirkung. Die meisten Soldaten sind abgezogen, viele Wachtürme unbesetzt. Ausbesserungsarbeiten finden nicht statt. So lassen Wind und Wetter bald Teile des Bauwerks einstürzen. Dabei ist die Gefahr aus der Steppe so groß wie nie. Denn dort ist es dem obersten Stammesführer, Shan Yu genannt, gelungen, die einzelnen Stämme der Xiongnu zu einer China militärisch mindestens ebenbürtigen Konföderation zusammenzuschweißen. Einer der chinesischen Soldaten, die noch Dienst an der Mauer tun, berichtet: »Ich habe die Bedrohung noch nie so nahe gespürt. Gestern habe ich auf dem Bergkamm die Silhouetten dieser waffenstarrenden, in Häute gekleideten Männer gesehen. Auf ihre Pferde geschmiedet, als ob sie Ungeheuer seien.
waren sie schrecklich anzusehen. Die Xiongnu haben völlig richtig erkannt, dass China durch die inneren Machtkämpfe geschwächt ist. Und so fallen die Steppenkrieger in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus immer wieder, manchmal sogar mit 100.000 oder mehr bis an die Zähne bewaffneten Reitern in China ein. Nicht nur die Bevölkerung in den nördlichen Provinzen ist den Angriffen nahezu schutzlos ausgeliefert. Sogar bis in die Nähe der Hauptstadt Xiangyang dringen die Reiterhorden vor und bedrohen die 500.000 Menschen zählende Metropole. Nachdem die ersten Kaiser der Han-Dynastie eine Reihe von empfindlichen Niederlagen gegen die Xiongnu erlitten haben, ziehen sie ihre Armeen weit hinter die Mauer zurück. An die Stelle einer Politik der militärischen Stärke tritt nun der Versuch, friedliche und freundschaftliche Beziehungen herzustellen, koste es, was es wolle, und es kostet eine Menge. Denn nur mit teuren Geschenken lassen sich die gefürchteten Barbaren besänftigen. Wagenladungen voll kostbarer Seide, Silber, Wein, Getreide und edlem Schmuck verlassen in regelmäßigen Abständen die Hauptstadt in Richtung Norden. Ja, sogar chinesische Prinzessinnen fordern die Anführer der Xiongnu als Frauen für sich. Die Chinesen reden sich diese Geiselverschickung als Heirat im Dienste friedlicher Beziehungen schön. Erst mit Kaiser Wu Ti, der im Jahre 140 vor Christus den Thron besteigt, ändern sich die Zeiten wieder. 16 Jahre ist er erst alt, mehr als ein halbes Jahrhundert wird er über China herrschen. Bald steht für ihn fest, dass die auf Beschwichtigung ausgelegte Politik seiner Vorgänger keine Lösung darstellt, sondern das eigentliche Problem ist. Er setzt nun auf eine Politik der Expansion und auf militärische Stärke. Während seiner Regierungszeit verschiebt er die Grenzen des Reiches in alle Himmelsrichtungen. Nach Süden bis nach Vietnam, nach Osten bis nach Korea, nach Westen weit in die Wüste Gobi hinein und nach Norden bis in die Mandschurei. Seine wichtigste Aufgabe ist zunächst, die Xiongnu in ihre Schranken zu verweisen. Dabei bedient er sich mehrerer Taktiken. Zum einen versucht er, mit wachsendem Erfolg, Nachbarvölker für Bündnisse gegen die Steppenbewohner zu gewinnen. Gleichzeitig gelingt es den Chinesen mit List und Tücke, Zwietracht unter den Stämmen der Xiongnu zu säen. Schnelle Angriffe einer inzwischen schlagkräftigen chinesischen Kavallerie tragen den Krieg in die Steppe unter die Nomaden und ihre Familien. Das eroberte Terrain soll abermals eine gewaltige Mauer sichern. Unter Wu Ti entsteht ein Bollwerk, das noch größer, gewaltiger und mit mehr als 7000 Kilometern noch länger ist als die Mauer Qin Shi Huangdis ein Jahrhundert zuvor. Nachdem die Gefahr durch die Xiongnu größtenteils gebannt ist, wendet sich Kaiser Wu Ti anderen Unternehmungen zu. Einige Expeditionen der Chinesen machen sich weit nach Westen auf, erreichen etwa das Pamirgebirge und treffen auf ihnen fremde indogermanische oder arabische Volksstämme. Wu Ti hat kein Interesse daran, diese Völker zu unterwerfen und ins chinesische Reich einzugliedern. Es reicht ihm, wenn diese nicht mit den Xiongnu paktieren. Was bleibt, sind neue Handelsbeziehungen, und auch die legendäre Seidenstraße hat in jener Zeit ihren Ursprung. Um den Karawanen Schutz zu bieten, wird die Mauer nach Westen hin bis tief in die Wüste Gobi hinein verlängert. Der Bau in der Wüste stellt eine besondere Herausforderung dar. Doch auch diese meistern die chinesischen Erbauer. Ein Gemisch aus Sand und Kies, von Zweigen und Weiden durchzogen, mit Wasser vermengt, in der glühenden Sonne gebacken, lässt auch hier einen mächtigen Wall emporwachsen. Die große Mauer des Wu Ti erfüllt aber auch noch eine andere wichtige Aufgabe, nämlich als unschlagbares Kommunikationssystem. Je nach Beschaffenheit des Geländes sind in Abständen von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilometern Wachtürme errichtet, die mit Rauch- und Feuerzeichen untereinander kommunizieren. Nach einem festgelegten Code können sogar Anzahl und Entfernung der Angreifer gemeldet werden. So lassen sich Informationen innerhalb eines Tages hunderte Kilometer weitergeben. So schnell vermag kein Bote zu Pferde, Nachrichten zu übermitteln.
Was die Regierung seines Großreichs angeht, baut Kaiser Wu Ti, wie seine Vorgänger, auf einen zentralisierten Beamtenstaat. Und doch führt er eine Neuerung ein, die über Jahrtausende Bestand haben wird. Er macht den Konfuzianismus zur Staatsreligion, indem er seine zukünftigen Beamten darin unterweisen und prüfen lässt. Der Weg zum höheren Beamten, zum Mandarin, führt fortan über ein allgemeines Examen. Die Leistung entscheidet, wer den Aufstieg von lokalen Posten über die Provinzregierungen bis an den Hof des Kaisers schafft. 14 Inspektoren reisen im Auftrag von Wu Ti durch das Land, um sich ein Bild von der Lage in den rund 40 Provinzen zu machen. Es sind Männer, die das absolute Vertrauen des Kaisers genießen und ihm oft genug sehr ähnlich sind, harsch, fordernd und unnachsichtig. Sie versorgen den Herrscher mit ungefilterten Informationen. Wie effektiv funktioniert die Verwaltung? Gibt es Fälle von Korruption? Wie denkt das Volk über den Kaiser? Eine so straff organisierte Verwaltung liefert ein gutes Bild der Gesellschaft zur Zeit der Han-Kaiser. Mindestens 60 Millionen Einwohner hat das China des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, wie Unterlagen einer Volkszählung zeigen. Steuerlisten belegen, dass sich die Gesellschaft immer weiter auseinanderentwickelt. Auf der einen Seite mittellose Landarbeiter, auf der anderen Seite Großgrundbesitzer, Händler, aber auch Beamte, die große Vermögen anhäufen. Die Staatskasse hingegen blutet immer mehr aus. Die Kriege und Expeditionen Wu Tis verschlingen Unsummen. Der Unterhalt der großen Mauer ist eine dauerhafte Belastung und auch die mehr als 130.000 Beamten wollen versorgt sein. Daher sieht sich auch Wu Ti gezwungen, an der Steuerschraube zu drehen, sodass die kaiserlichen Inspektoren gegen Ende seiner Regierungszeit eine wachsende Unzufriedenheit im Volk an den kaiserlichen Palast in Xiangyang melden. Am Ende jedoch bleibt die Erinnerung an einen großen Kaiser, der ein halbes Jahrhundert chinesischer Geschichte selbst gestaltet hat und mehr noch das China der folgenden zwei Jahrtausende prägen wird, etwa durch die Erhebung des Konfuzianismus zur Staatsreligion und die Reform des Beamtenapparats. Wenn die große Mauer eine Demarkationslinie zwischen zwei völlig verschiedenen Kulturen sein sollte, zwischen sesshaften Bauern und mit ihren Herden umherziehenden Nomaden, dann hat sie ihr Ziel verfehlt. Denn die Trennung der Zivilisierten von der barbarischen Welt durch eine Mauer kann immer nur ein kurzfristiger Notbehelf sein, keinesfalls aber eine Dauerlösung. Am Ende unterwerfen sich Teile der Xiongnu dem chinesischen Kaiser, werden sesshaft und vermischen sich schließlich mit der chinesischen Bevölkerung. Andere Stämme der Xiongnu ziehen sich in die innerasiatische Steppe zurück, wo sie keine Bedrohung mehr für die Chinesen darstellen. Ihre Nachfahren, die Hunnen, versetzen im 4. Jahrhundert nach Christus Europa in Angst und Schrecken. Und auch für die chinesische Geschichte gilt: dauerhaft in Schach halten lassen sich die Völker der Steppe letztlich nie. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion: Audiomedia Verlag München.